Mein Name ist Florian Burgert. Ich bin Manuel Harter. In vielen Applikationen, zum Beispiel in der Lebensmittel- oder in der Pharmaindustrie, treten schlagartige Temperatursprünge auf, zum Beispiel durch Reinigungszyklen. Diese Applikationen konnten in der Vergangenheit nicht mit keramischen Sensoren gelöst werden. Durch neue Technologien mit integrierter Temperaturschockkompensation wird dies nun möglich. Das möchten wir Ihnen heute demonstrieren mit einem Demonstrationsmodell als kleinen Behälter. Hier haben wir montiert einen bisherigen Vegabar 52 mit keramischer Messzelle ohne Temperaturschockkompensation und den neuen Vegabar 82 mit keramischer Messzelle mit Temperaturschockkompensation. Um hier einen Temperaturschock zu erzeugen, benötigen wir heißes Wasser. So, das Wasser ist heiß. Lassen wir den Versuch starten. Wir füllen das kochend heiße Wasser ein und sehen direkt auf der linken Seite der Vegabar 52. Die Messzelle kommt in einen Schock, geht ins Negative und auf der rechten Seite der Vegabar 82 kompensiert direkt das kochend heiße Wasser und gibt den passenden Füllstand aus. Der Vegabar 52 wird nach einer gewissen Zeit auch auf dem korrekten Messwert sein, da er dann thermisch eingeschwungen ist. Der Vegabar 82 zeigt von Beginn an den korrekten Messwert an, da er eine integrierte Thermoschockkompensation hat. Der Vegabar 82, der einzige keramische Drucksensor auf dem Markt, der auch mit Temperatursprüngen spielend umgehen kann.